Das Ende der Welt oder zumindest eine schreckliche Tragödie steht uns vielleicht kurz bevor. Und das, weil gerade jetzt in Deutschland etwas wirklich mehr als Gruseliges passiert. Und darüber wollen wir heute einmal reden, denn es geht um ein gruseliges und mysteriöses Ereignis, von dem ihr vielleicht auch schon im Fernsehen, Radio oder sonst wo auch immer gehört habt. Und zwar sterben gerade in Deutschland, genauer gesagt in der Oder, unzählige Fische. Wie aus dem Nichts, auf mysteriöse Art und Weise und ohne eine Erklärung, sterben auf einmal die Fische massenhaft. Ich rede jetzt nicht von ein paar einzelnen Fischen, die hier und da an der Oberfläche treiben, sondern ich rede wirklich davon, dass hunderte, tausende Fische aus dem Nichts in der Oder verenden und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen. Dies ist ein Fischsterben ungeahnten Ausmaßes, ein Fischsterben, was so wirklich nur extremst selten vorkommt. Und man muss sagen, dass die Behörden zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, immer noch im Dunkeln tappen. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was verantwortlich ist für dieses mysteriöse Fischsterben, was die Erklärung ist dafür, dass das Ganze passierte. Doch nun kommen Leute im Internet hervor, die sagen, dass dieses Fischsterben keine logische Begründung hat, kein logisches Ereignis, sondern dass es quasi ein Vorbote ist für Schlimmeres, was passiert und eventuell ein Beweis dafür ist, dass die Baba Vanga und Nostradamus, zwei Hellseher, Recht behalten sollen. Und eben darüber wollen wir heute einmal reden. Was genau ist hier gerade los? Gucken wir uns zunächst einmal die Situation an. Vor einigen Tagen fing es an, dass auf einmal in Polen bemerkt wurde, wie in einem großen Fluss die Fische starben. Scheinbar ohne Erklärung schwammen auf einmal Fischkadaver an der Wasseroberfläche und sie wurden immer und immer mehr. Teilweise waren es so viele, dass an Verengungen des Flusses die Fische sich so sehr stapelten, dass die Wasseroberfläche kaum noch zu sehen gewesen ist. Und dieser gruselige Trend, der eben in Polen begann, weitete sich nun auch auf Deutschland aus. Nun ist es so, dass auch in der Oder hier in Deutschland unzählige Fische wie aus dem Nichts und ohne eine klare Begründung sterben. Man konnte durch Tests herausfinden, dass es unterschiedlichste erhöhte Werte im Wasser gegeben hat, doch man konnte bis jetzt noch nicht herausfinden, was der Ursprung, was der Grund für das ganze Problem ist. Warum sterben die Fische? Es gab durchaus unterschiedlichste Theorien. Die erste Theorie, die aufkam, war gewesen, dass Polen hohe Mengen an Quecksilber in den Fluss abgeladen hatte und deswegen die Fische aufgrund einer Quecksilbervergiftung verstarben. Dies wäre rein theoretisch möglich gewesen, doch eine Untersuchung ergab, dass die Quecksilberwerte nicht verantwortlich für das Fischsterben sind. Mittlerweile, nachdem man ganz viele unterschiedliche Theorien sich angeguckt hatte, gibt es eine neue Theorie. Und zwar die Theorie, dass giftige Algen im Wasser verantwortlich sind für das massenweise Fischsterben. Algen, die eben plötzlich aufgetaucht sind und die in so hoher Konzentration die vergangenen Jahre nicht da waren. Bisher ist das Ganze nur eine Theorie. Man hat jetzt gerade diese giftigen Algen gefunden, weiß aber noch nicht, ob sie irgendetwas mit dem Fischsterben zu tun haben oder nicht. Aber nun könnte man einfach dafür ausgehen, gut, es ist ein seltsames Vorkommnis. Fische sterben, es ist schade, aber nichts allzu Gruseliges. Doch nun kommt es eben dazu, dass viele Leute Aussagen von Nostradamus und der Baba Vanga hervorholen. Zwei Hellseher, die relativ bekannt sind, die beide vorhergesagt hatten, dass angeblich dieses Jahr 2022 ein masseweise Fischsterben stattfinden soll und dass dies eben nur ein Vorbote ist für Schlimmeres, was passiert. Dass dies quasi der Beweis ist dafür, dass das Fischsterben eben stattfindet und dass eben die Baba Vanga oder Nostradamus recht haben. Es ist so, dass tatsächlich in der Vergangenheit sowohl die Baba Vanga als auch Nostradamus vorhergesagt haben, dass es zu einem mysteriösen Fischsterben kommen wird, dass quasi aus dem Nichts und ohne Erklärung Fische sterben. Es ist nicht genau zuzuordnen, ob eben diese Aussagen von Nostradamus und der Baba Vanga für dieses Jahr gewählt wurden. Sprich, ob sie wirklich dieses Jahr 2022 meinten dafür, aber man könnte davon ausgehen, dass ungefähr dieser Zeitraum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, gemeint worden war. Zunächst einmal, Fischsterben gibt es häufiger. Zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr muss es gewesen sein oder vielleicht auch dieses Jahr, gab es ein massivstes Fischsterben im Ozean, was bemerkt wurde, wo eben riesige inselartige Formationen an der Wasseroberfläche trieben und als man diese untersucht hatte, stellte man fest, dass es Fische waren.
Das heißt, dieses Fischsterben, was jetzt gerade stattfindet, ist besorgniserregend, ist etwas, was so normalerweise nicht vorkommt, aber es ist nicht etwas, was niemals vorkommt bzw. undenkbar wäre. Nun geht es aber auch darum, dass wenn Nostradamus und die Baba Vanga recht haben sollten mit dem Fischsterben, viele Leute der Meinung sind, dass sie eben auch recht haben könnten mit anderen Vorhersagen, die sie getroffen haben. Und diese anderen Vorhersagen, die Baba Vanga und Nostradamus gewählt hatten, sind eben besorgniserregend. Denn sie sprachen mehrfach davon, dass zum Beispiel Europa vernichtet wird, dass zum Beispiel die ganze Welt zerstört wird, dass es riesige Kriege gibt, Dürren, Hungersnöte, dass Menschen vertrieben werden, dass Länder überflutet werden und vieles, vieles mehr. Viele Leute sind nun also der Überzeugung, dass wenn die Baba Vanga und Nostradamus recht gehabt haben mit dem massiven Fischsterben, die anderen Dinge, die sie vorhergesagt haben, nur eine Frage der Zeit sind, bis sie stattfinden. Sprich, wir haben jetzt quasi die erste Warnung gehalten, wie ein apokalyptisches Zeichen könnte man es sehen. Die Tiere sterben auf unnatürliche und mysteriöse Art und Weise und in den nächsten Tagen, Wochen oder was weiß ich, werden noch andere schreckliche Zeichen dazukommen. Es geht sogar teilweise so weit, dass manche Leute im Internet behaupten, dass noch bevor dieses Jahr zu Ende sein wird, es schrecklichste Naturkatastrophen geben wird, dass eben zum Beispiel Europa völlig eingeäschert wird, zerstört wird und vieles, vieles mehr. Die Frage ist, die wir uns jetzt stellen müssen, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Wie wahrscheinlich ist es, dass Baba Vanga und Nostradamus bei dieser Sache eben recht hatten? Zunächst einmal, derzeit ist dieses Fischsterben noch mysteriös für uns. Wir haben noch keine klare Antwort gefunden, aber gehen wir zum Beispiel mal davon aus, dass die Algentheorie stimmt. Wenn es tatsächlich so ist, dass giftige Algen, für Fische giftige Algen im Wasser in hoher Konzentration der Grund für das Sterben sind, dann würde der mysteriöse Fakt bei der ganzen Sache verschwinden. Die extrem hohen Temperaturen, die wir jetzt zum Beispiel gerade haben, könnten ein Faktor sein, der Algenwachstum fördert. Und vielleicht kam es deswegen dazu, dass die Algen sich so stark vermehrten, stärker als in den letzten Jahren, und deswegen zum Beispiel die Fische daran verendeten. Dann haben wir es eben nicht mehr mit etwas Mysteriösem, Seltsamem zu tun, sondern mit einer relativ normalen, tragischen Naturkatastrophe. Wenn wir allerdings weiter suchen würden und wir würden nicht herausfinden, was der Grund für das Fischsterben ist, könnte man natürlich den Rückschluss ziehen, dass dieses mysteriöse Fischsterben etwas mit den Prophezeiungen zu tun haben könnte. Aber ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass Nostradamus und die Baba Vanga recht haben. Denn ihr müsst wissen, Nostradamus und die Baba Vanga haben in der Vergangenheit die unterschiedlichsten, wirklich seltsamen Vorhersagen getroffen. Nostradamus sprach so zum Beispiel mehrfach davon, dass es Zombie-Apokalypsen geben wird. Und jetzt gerade in dem Moment, wo ich das sage, merke ich, dass es ein schlechtes Argument ist, weil es ja gerade diese angebliche Zombie-Apokalypse in China gibt. Ich habe dazu ein Video gemacht, wenn euch das Ganze interessiert. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Nostradamus und die Baba Vanga mit manchen Dingen in der Vergangenheit recht gehabt hatten. Das ist tatsächlich so. Sie lagen nicht immer daneben, sie lagen nicht immer falsch, sie hatten häufiger schon einmal recht. Aber in den meisten Fällen haben sie Unrecht. In den meisten Fällen sind die Dinge, die sie aussagen, eben nicht glaubhaft bzw. treten nicht ein oder sie sind so vage und seltsam gehalten, dass wir nicht wirklich sagen können, was sie damit wirklich genau meinten, weil sie eben keine klaren Aussagen treffen. Sie sagen nicht, 2022 werden unzählige Fische sterben, sondern sie sagen zum Beispiel, das Wasser wird gefüllt mit Kadavern im Jahr des bla bla bla. Das bedeutet also, wir wissen nicht genau, für wann die Aussagen sind und wir wissen nicht genau alle Informationen. Wenn ihr also im Internet lest, dass Leute sagen, die Apokalypse steht bevor, die Welt geht unter, weil Fische sterben, dann seid erstmal beruhigt. Es ist etwas Schreckliches, was passiert, aber es ist nichts, was noch nie zuvor passiert ist. Wir behalten das Ganze am besten weiter im Auge und wenn tatsächlich seltsame Dinge passieren, die Nostradamus vorhersagte, wie die Zombie-Apokalypse, dann gucken wir uns das ganze Thema am besten nochmal an. Das war auf jeden Fall dieses Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.